Aber ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt hier an den Bildschirmen, hier die in der Sonnenhalde mitfeiern und all jene, die auch im Krankenhaus drüben mitfeiern und jene, die an den Bildschirmen zu Hause sind. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Zeichen unserer Erlösung, im Zeichen des Heils, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, gestern feierte die katholische Kirche Fronleichnam und dieses Fest wird in Deutschland seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gefeiert. Und es geht zurück auf eine junge Augustinerinnen-Nonne, die im Jahr 1246 in Lüttich eine Vision hatte. Und in dieser Vision, da sah sie den Mond und darin ein Fleck. Und so wird gesagt, dass Christus ihr erklärt hätte, es fehle noch ein Fest im Kirchenjahr. Ja, und das sei das Fest zur Verehrung des Altarsakramentes, also letztendlich die Verehrung Jesu in Brotgestalt. Und eigentlich feiern wir das Fest ja schon an Gründonnerstag, aber da können wir nicht wirklich feiern, weil es in der Karwoche liegt. Und weil das doch eigentlich ein wichtiges Fest ist, deswegen hat man nochmal ein extra Fest genommen oder einen Festtag extra für dieses Ereignis, wo Jesus einfach dieses Abendmahl gefeiert hat, auch zu einem Zeitpunkt im Kirchenjahr, wo wir Feste feiern können. Ja, und zwischendurch führte dieses Fest zu unguten Situationen zwischen den Protestanten und den Katholiken. Aber inzwischen ist es so, dass an Kirchentagen dieses Fest gemeinsam gefeiert wird. Denn wir beide glauben an die Realpräsenz Jesu. Und es ist nur mit einem Unterschied. Die Katholiken glauben einfach, dass wenn Jesus einmal in dem Brotsgestalt war, ist er immer da, bis wir ihn gegessen haben. Und die Protestanten einfach glauben daran, wenn die Gemeinde, die zusammen feiert, Abendmahl feiert, dann ist Jesus gegenwärtig. Und solange die Gemeinde beisammen bleibt, ist Christus gegenwärtig. Aber wir haben trotz alledem eben diese Realpräsenz. Ja, und an diesem besonderen Tag, da gibt es Prozessionen, indem man ja durch die Städte läuft. Es war dieses Jahr weniger, in manchen Städten fiel es ganz aus, weil es so geregnet hat, das Wetter so wild war. Letztendlich geht es darum, Christus zu bezeugen, zu sagen, Jesus ist da, Jesus ist mitten unter uns und Jesus ist an allen Orten. Wenn wir schauen, wir wissen es, dass Jesus überall ist, aber manchmal ist es gut, es sich bewusst zu machen. Und in dieser Prozession wird Jesus auch nochmal ganz bewusst an bestimmte Orte getragen. In manchen Kirchengemeinden hält man dann an am Kindergarten und betet für die Kinder. Man hält an der Schule, betet für die Schüler. Ebenso im Krankenhaus wird dann für die Kranken gebetet und die Arbeitenden und auch so in den Seniorenheimen. Dass einfach jede Gruppe nochmal besonders ins Gebet genommen wird, wo man eben dann das zeigen möchte auch, dass Jesus überall ist. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Großer Gott, wir loben dich. Und da singen wir die ersten zwei Strophen. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit. Alles, was dich preisen kann.
Lasset uns beten. Guter Gott, wir sind heute hier zusammengekommen, um miteinander, aber vor allem mit dir etwas Zeit im Gebet und mit deinem Wort zu verbringen. Dein Sohn Jesus hat uns zugesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Danke, dass du uns nicht alleine lässt und immer bei uns bist. Lass uns nun ganz besonders deine Gegenwart in diesem Gottesdienst erfahren. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen das Lied, es ist sicher bekannt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, ich habe heute mich entschieden, von den Lesungstexten her einmal nochmal einen Text zu nehmen aus vor 3 Wochen letztendlich, wo Christi Himmelfahrt gefeiert wurde und auch von Leichnam. Und zwar deshalb, weil es alles in dieselbe Richtung geht. Also seit Jesus verstorben ist und er den Jüngern erschienen ist, geht es immer wieder darum, dass wir Zeugnis geben von ihm erzählen, auch von den Wundern, die wir selber erleben. Und eben, es geht einfach auch darum, dann Menschen für ihn zu gewinnen. Aber bevor man gewinnt, muss man erst mal selber dran sein. Und das tut uns allen immer wieder gut, auch zu hören, was andere erlebt haben oder eben auch davon zu hören, wie Jesus gelebt hat und was er von seinen Jüngern wollte. Ja, und da hatten wir zunächst einmal im Evangelium an Christi Himmelfahrt, da hieß es: In jener Zeit erschien Jesus den 11 und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden Zeichen geschehen. Unter anderem wird da genannt, die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Ja, und gestern an von Leichnam gab es die Lesung aus dem Korintherbrief und die möchte ich Ihnen jetzt auch
vorlesen. Und die hatte die Überschrift: Wir glauben, darum reden wir. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir haben den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben und darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen zur Verherrlichung Gottes. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosen Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare blicken, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir wissen, wenn unsere irdische Zeit abgebrochen ist, dann haben wir eine Wohnung bei Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, es gibt ein Bibelzitat, in dem es heißt: Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Mit was oder wem ist unser Herz gefüllt? Beziehungsweise von was sind wir erfüllt? Über was oder wen reden wir? Über was kündet unser Mund? Jesus sagt sehr deutlich, über was bzw. wen wir reden sollen, wenn er sagt: Geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus gibt zunächst seinen Jüngern, seinen Freunden, den Auftrag, die Frohbotschaft hinauszutragen. Heute sind wir Freunde und haben mit der Taufe ebenfalls diesen Auftrag erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Hinausgehen in die ganze Welt, das hört sich so weit an. Vielleicht denkt jetzt hier der ein oder die andere: Da muss ich in ein anderes Land fliegen, das kann ich doch gar nicht mehr. Das müssen die jüngeren Leute tun. Früher nannte man dies auch Mission, und es wurden Völker und Länder mal besser und mal weniger gut missioniert. Inzwischen ist das Wort Gottes weit hinausgetragen worden. Und vor lauter Hinaustragen, habe ich so den Eindruck, haben wir vergessen, dass hinaus in die Welt bzw. der Auftrag, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkünden, nicht weit weg sein muss. Die Welt, die Schöpfung beginnt bei mir und bei dir, bei unseren Nächsten letztendlich. Ich selbst bedarf des Hörens der Frohbotschaft. Ich selbst bedarf der Verkündigung des Evangeliums. Das Lesen in der Schrift, das Hinhören und das Nachfragen. Was möchte Gott mir heute sagen? Das Wort Gottes gilt mir. Er liebt jeden Einzelnen, wie er heute da ist, und
Tag für Tag beschenkt er uns neu mit seiner Liebe. Er ist da. Er lässt uns im Schmerz, in der Krankheit und in der Einsamkeit nicht allein. Er ist der, ich bin, der ich da sein werde. Gott ist immer und überall da. Und wenn ich erfüllt bin von dieser Liebe Gottes mit seinem Wort, dann kann ich von ihm erzählen. Dann passt das Zitat, wovon das Herz voll ist, davon spricht mein Mund. Dann kann ich hinausgehen vor meine Tür und meinem Nächsten, dem ich begegne, sei es auf dem Flur, beim Essen, am Krankenbett, von dem kann ich von Gottes wunderbaren Liebe erzählen und sie ihm erfahrbar machen, indem ich ihm irgendetwas Gutes tue. Dann geschieht der Auftrag Jesu, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium, die Frohbotschaft der ganzen Schöpfung. Jeder in der Welt, in der wir eben jetzt gerade leben. Hinaus in die Welt, das muss also nicht weit weg sein. Die Welt beginnt mit dem ersten Schritt, den ich von mir wegtue. Eine neue Welt kann sich mir auftun im Nächsten, dem ich begegne. Und so ist auch das Fronleichnamsfest, in dem die Menschen in einer Prozession singend und betend durch die Straßen laufen, eine von vielen Möglichkeiten, von Glauben an Jesus Christus Zeugnis zu geben. Der Glaube beinhaltet Liebe zu Christus und Liebe zu den Menschen, denen wir das Licht Christi bringen können. In der Lesung hieß es, wir haben den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben und darum reden wir. Amen. Ja, bekennen wir gemeinsam nun im Glaubensbekenntnis unseren Glauben voreinander und miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, für die Fürbitte habe ich mir gedacht, dass wir heute mal alle vor Gott und in Gottes Hände legen, mit denen wir Tag ein, Tag aus zu tun haben. Fangen wir heute an, denen wir begegnen, unsere und dadurch Gottes Liebe erfahrbar zu machen. Und so beten wir heute für ganz unterschiedliche Menschen, die mit unserem Leben zu tun haben. Jesus, du hast uns aufgetragen, in alle Welt zu gehen und deine Liebe, deine Frohbotschaft zu verkünden. Hilf uns, dass wir in unserer kleinen Welt denen,
die uns im Alltag begegnen, von deiner Liebe und Frohbotschaft Zeugnis geben. Und Sie können gern auch Namen für sich innerlich einfach noch dazulegen. So vertrauen wir dir heute ganz besonders folgende Menschen an. Unsere Zimmernachbarn. Die Pflegekräfte auf den Stationen. Die Reinigungskräfte. Die Küchenkräfte, die Ärzte und die Tiere, die hier im Haus mitwohnen und leben. All die Ehrenamtlichen, die zurzeit nicht so kommen können, wie sie es gerne würden. Freunde, Bekannte und Verwandte. Ja, und alle, die wir im Herzen tragen. Und wir bringen auch uns selbst. Erfülle du uns immer mit deinem Wort, mit deiner Liebe, damit wir fähig werden, von dir zu erzählen. Und deine Liebe weiterzugeben. Und so bringen wir auch all jene, die verstorben sind. Christus, du bist in unserer Mitte. Wir gehören zu dir als deine Schwestern und Brüder. Wir danken dir, dass du unser Bitten und Beten erhörst. Amen. Ja, als die Jünger Jesus fragten, wie sollen wir denn beten, hat ihnen Jesus das Vaterunser beigebracht. Und mit diesen Worten beten wir nun fast 2000 Jahre später immer noch und halten uns auch dran und beten nun miteinander, vereint mit all den weltweit in der Kirche, die jetzt im Moment vielleicht auch das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, und so beten wir weiter. Gott, unser Vater, alles Gute kommt von dir. Fülle unser Herz mit deiner Liebe. Schenke uns deinen Geist, der uns ermutigt, anderen von dir zu erzählen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder. Amen. Ja, und bitten wir Gott auch um seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so segne uns der Vater mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Ja, wir singen nun nochmal vom großen Gott. Wir singen: Großer Gott, wir loben dich. Noch einmal die erste Strophe und die letzte Strophe. Ich lade Sie einfach ein, auf den Stationen kräftig mitzusingen.
Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit. Ja, ich danke Ihnen jetzt fürs Mitbeten und Mitfeiern. Ob Sie mitgesungen haben, kann ich leider von hier aus nicht mitbekommen. Aber ich hoffe einfach, dass es Ihnen trotz alledem irgendwie gelungen ist, mitzusingen. Irgendwann wird es jetzt ja auch wahr werden, denke ich, dann, wenn die Zahlen unten bleiben, dass wir uns hier mal wieder live treffen können. Und dann ist es ein viel besseres Miteinander, denke ich auch. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und bis dahin danke ich Ihnen einfach, dass Sie trotzdem so treu kommen und da sind an den Bildschirmen, mitfeiern, da sind. Und ich danke auch den Kameraleuten, die so ganz zuverlässig einfach Woche für Woche hier sind, damit es möglich ist, damit Sie den Gottesdienst mitfeiern können auf Station. Ja, und wir hören jetzt noch ein Lied von Kurt Mikula wieder, und zwar Vertrau auf den Herrn. Und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Nachmittag und dann vor allem eine heilsame und erholsame Nacht. Dankeschön.